Hallo, liebe Kinder, ich bin's, die Anni. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Ich bin ja noch nicht ganz so lange bei euch, aber trotzdem habe ich euch heute ein Buch mitgebracht. Und das möchte ich euch gern vorlesen. Das nennt sich Prinzessin Popelkopf. Das ist ganz lustig. Es war einmal eine hübsche Prinzessin mit viel Rosa drumherum. Und wie die meisten Prinzessinnen war sie sehr dumm. Sie schubste und haute die ganze Zeit. Sie war gemein und sie klaute und nie tat ihr was leid. Sie hielt sich für rein, dabei war sie nur käsig, für hochwohlgeboren, doch war nur hochnäsig. Sie pullerte nachts in einen goldenen Topf. Sie war das einzige Kind, derer von und zu Popelkopf. Eines Tages, als es in Strömen goss, kam ein kleines Mädchen zum Schloss. Als es hilfesuchend aufs Tor zulief, hörte es, wie die Prinzessin rief: Guck mal da draußen, guck mal wie grässlich, guck mal wie schmutzig, guck mal wie hässlich, guck mal das Mädchen mit seiner Echse. Was die Prinzessin nicht wusste, das war eine Hexe. Die Hexe zog aus der Nase einen Popel ans Licht und schnippte der Prinzessin den ins Gesicht. Sie sprach: Zu mir warst du nicht umsonst gemein. Popelkopf heißt du, und das sollst du auch sein. Die Spinne spinnt, der Rabe kreist, die Katze faucht, die Ratte beißt. Ich verfluch dich, dass du bist, wie du heißt. Abra, Kadabra, Krötenkopf, du heißt und bist ein Popelkopf. Da ging die Prinzessin nur noch selten raus, denn die Leute lachten sie heimlich aus. Sie flüsterten: Guck mal, wie grässlich, guck mal, wie schmutzig, guck mal, wie hässlich. Verdickter Nasenschleim und daran ein Zopf. Hier kommt Prinzessin Popelkopf. In ihrem Zimmer, hinter Schloss und Riegel, hatte die Prinzessin den Zauberspiegel. Sie sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die hässlichste im ganzen Land? Da sagte der Spiegel: Frau Prinzessin, ihr seid mit Abstand die hässlichste hier. Aber, fragte die Prinzessin stockend. Kein Aber, sagte der Spiegel bockend. Nun hörte man Prinzessin Popelkopf schreien: Ich will nicht mehr Prinzessin Popelkopf sein! Sie stampfte und brüllte und machte Theater. Da kam König Käsefuß, ihr alter Vater. Mein Kind, was du sagst, das ist nicht recht. Wir Popelköpfe sind ein edles Geschlecht. Wir sind verwandt mit dem russischen Zaren. Uns Popelköpfe gibt schon seit 10.000 Jahren. Ja sicher, dein Kopf ist ein riesiger Popel, aber dein Uropa war Kaiser von Konstantinopel. Ich will aber kein Popelkopf mehr sein. Ich hasse dich und deinen ganzen Popelverein. Und König Käsefuß von Popelkopf der Dritte sagte zu seiner Tochter: Also bitte, du bist verflucht, so zu sein, wie du heißt. Ich verrate dir was, das du noch nicht weißt. Dies ist gar nicht schlimm, denn adlige Damen kriegen beim Heiraten einen neuen Namen. Heirate drum einfach Fürst Furzgesicht. Doch auch das gefiel seiner Tochter nicht. Nein und nein und nochmals nein, ich will auch nicht Fürstin Furzgesicht sein. Ihr Vater sprach: Den Fürst wirst du mögen. Er hat ein herrliches Schloss mit gotischen Bögen. Er ist ein moderner Mann, lern ihn erst mal kennen. Er erlaubt bestimmt, dass wir dich Fürstin Popelkopf-Furzgesicht nennen. Aber Popelkopf-Furzgesicht zu heißen, macht's doch noch schlimmer. Ihr Vater lief nachdenklich durchs Zimmer. Na gut, sprach der König, dann werde die Braut vom alten Herzog Hackfleischhaut. Ich will auch nicht Herzogin Hackfleischhaut sein, schrie seine Tochter. Und jetzt lass mich allein. Ratlos und auch ein wenig verärgert fragte der König: Was machst du denn, wie möchtest du denn heißen, du dumme Dirn? Da sprach die Prinzessin: Gräfin Grützhirn. Grützhirn? Fragte der König erstaunt. Jawohl, sagte die Prinzessin gut gelaunt, ich will Graf Grützhirn. So, jetzt ist raus. Er ist zwar dumm, doch der sieht super aus. Der König bestellte den Grafen ins Schloss. Grützhirn kam auf einem hohen Ross. Na gut, sagte der König, lass die Korken knallen. Der Kerl da würde sogar mir gefallen. Alles, was Rang und Namen hatte, kam zur Hochzeit von Gräfin Grützhirn plus Gatte. Sir Schmierig und der Baron zu Blöde
Freiherr Fiese Fratze und der Kaiser Kröte, Oberst Obersch, Ohrenschmalz mit Marquis Mitesser, Sultan Stinkepo und Ritter Rotzfresser, Queen Quintenna Qualle, Waldgraf Warzennase, sogar der Unteroffizier Undichte Blase. Und schließlich wurde Papst Pisbot angewiesen, zwischen Prinzessin und Graf die Ehe zu schließen. Vor dem Schloss wartete uneingeladen das ganze Volk auf ihre Gnaden. Gräfin Grützhörn sprach: Na, habt ihr mich vermisst? Guckt doch, was für eine hübsche Prinzessin ich bist. Gleich verbesserte sie Graf Grützhörn: Liebes Kind, es heißt, guckt, was für eine hübsche Gräfin ich sind. Aus dem Schatten einiger Birkengewächse trat plötzlich wieder die kleine Hexe. Sie sprach: Dass du's nur weißt, ich hatte dich verflucht, so zu sein, wie du heißt. Ich hatte dir also eine Chance gelassen, doch du willst ein Grützhörn? Ich kann es nicht fassen. Guck, hier steht zum Beispiel Bauer Schlau, und nicht nur der Bauer sucht eine Frau. Hier stehen auch Fischer Friedlich, Weber Witzig und Nachtwächter Niedlich, Glaser Glücklich, Bäcker Brav und Schäfer Schön mit seinem Schaf. Du müsstest dich auch überhaupt nicht binden, du könntest dir auch einfach einen Namen erfinden. Nenn dich Frieda Frei oder Erika Ehrlich, Tina Tapfer oder Gerda Gefährlich. Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. Doch du willst ein Grützhörn wegen Titel und Pracht? Die Prinzessin strahlte übers ganze Gesicht. Was er da sagt, wir verstehen das nicht. Da gingen die Leute und lästerten leise. Doch im Nachhinein erwies sich die Hochzeit als weise. Denn Popelköpfe beherrschten früher die Leute, aber die Grützhörne, die regieren noch heute. Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Buch.